Und da ist er in ziemlich guter Gesellschaft. So, jetzt Didier Küsch. Er muss seine Basis oberlegen in den ersten 50 Sekunden. Das hat er 2002 brillant gemacht und das Rennen dann gewonnen. Super. Ganz super, der obere Teil. Innenschneide ist richtig. 700stel Vorsprung. Auch direkt, ganz direkt. Hohes Tempo von Didier Küsch. Er noch ein bisschen nachdrücken, aber das war recht gut. Da hat er einen engen Radius beibehalten. Und Zwischenzeit gut, 500stel Sekunden. Auch jetzt hier, das Tempo ist entscheidend. Kommt darauf an, wie viel Tempo gibt es auf dem Flachstück. Wie schnell ist die Partie noch? Auch hier früh fertig, in tiefer Hocke. Auch Küsch hat etwas verloren auf Streitberger. Gut, sie sehr korrekt. Oh, schade, da rutscht der Moment auf meine Ski weg. Er hat das aber relativ schnell korrigieren können. Streitbergers Zeit, sehen Sie, dritter Innerhofer, 17:38. Didier Küsch im Ziel mit einer guten Fahrt. 1:17:31, Platz 3, nur 13 Hundertstel Sekunden hinter Georg Streitberger zurück. Ja, der Rutscher unter dem Harriersprung, der tut weh, der Analyse selbstverständlich, aber... Muss es immer eher von der positiven Seite anschauen. Das Glas ist halb voll, nicht halb leer. Dritter Platz im Moment ist ein super Resultat.